Ja, bitte. Ja, ich habe eine Frage. Ja, und zwar haben wir ja schon so kurz angerissen, dass es unglaublich schwierig war, das auch in der Öffentlichkeit zu thematisieren, das eigene Schicksal zu thematisieren, weil es zum einen natürlich noch sozial stigmatisiert war, zum anderen die Strafgesetzgebung weitergeführt wurde, sowohl in der DDR als auch in der BRD. Ich frage mich gerade, ob die politische Wende 1990 das irgendwie die Situation nochmal irgendwie verändert hat, dadurch, dass ja Strafrechtsregelungen sich geändert haben. Und die Frage, ob es danach eine Mentalitätswende gab, ob es leichter war, das zu thematisieren, ob es häufiger thematisiert wurde und ob es eine Änderung im staatlichen Gedenken gab, also in Gedenkstätten, die jetzt häufiger mal irgendwie kleinere Tafeln irgendwo hinstellen, dass es ja auch asoziale öffentlich gab, die was hier inaktiv worden sind. Das ist nicht groß thematisiert, aber in einigen Gedenkstätten gibt es es ja mittlerweile. Die Gedenkpolitik hat sich verändert, fange ich mal hinten an. Insofern, dass nach 1990 man feststellen kann, dass eine Relativierung der Geschichte passiert. Ja? Dass man versucht, das, was in der Nazireich passiert ist, und das, was in der DDR gewesen ist, versucht man gleichzusetzen. Und es wird oftmals so ein Potpourri draus, sag ich jetzt so lasch, ja, gemacht. Und die Gedenkstätten, die sich jetzt mit der NS-Geschichte beschäftigen, die haben sehr, sehr schwer, ihre Existenz zu sichern. Ja? Und das ist meine Erfahrung, ganz persönlich. Das habe ich jetzt nicht auf, das irgendwo jetzt belegen muss, wo ich es gelesen habe. Das ist unsere Erfahrung, die wir haben. Und die Gedenkstätten, die jetzt sich mit dem sogenannten DDR-Unrecht beschäftigen, die werden wohlwollend bedacht. Ja. Und die Situation, was die Entschieden nach 1990 angeht, es sind damals ganz, ganz viele Menschen, die hier zu uns in unser Bund gekommen sind, von dieser Aufforderung. Wir waren über 1000 Mitglieder, haben wir betreut, und wovon aber ganz, ganz viele verstorben sind inzwischen. Und die entschädigungspolitische Situation hat sich verändert insofern. Uns gab es seit 1987 und dann durch das Verhandeln und Buchen und Machen und Tun haben wir immer kleine Schritte gemacht, dass sich das verändert hat. Aber das ist absolut unbefriedigend. Ja, das ist unbefriedigend, weil es geht auch nicht um monetäre Sachen, sondern es geht um ethische und moralische Dinge, die einfach zu klären sind. Dass diese Opfer eben Verfolgte sind, dass sie rassistisch Verfolgte sind und dass sie unter gelten, aber auch nur noch eine kurze Anmerkung, die zum Beispiel Euthanasie-Geschädigte, die haben heute ja die Möglichkeit, eine Einmalleistung zu bekommen, das heißt, die Kinder der Ermordeten. Das wird nicht gemacht, weil die Eltern ermordet worden sind, nein. Das wird wegen vorenthaltener Berufsausfallschaden, die sie durch ihre Ausbildung hatten, das ist der Paragraph 844 BGB. Und das war so, dass nur diejenigen die ersten Jahre überhaupt diesen, nach 2002, diese 5000 D-Mark umgerechneten Euro erhalten konnten, die bei der Ermordung ihrer Eltern nicht älter als 18 Jahre waren. Dann hatten wir in unserem Mund hatten wir noch vier alte lebende Geschwister, von denen waren drei jüngere, die haben dann diese Einmalzahlung bekommen und der ältere Bruder nicht. Ja, solche Absurditäten sind passiert und dann hat man mich dann entschlossen, nachdem wir da protestiert hatten, dass man das nicht, wie wir gesagt haben, aufhebt, sondern man hat das auf 27 Jahre hochgesetzt, das Alter. Ja? Und es sind immer noch Menschen, die damals eben älter waren, die nichts bekommen. Also ich will nur andeuten, wie kompliziert das ist und dass man versucht, die Opfer immer zu diskriminieren. Das ist eine permanente Diskriminierung, seitdem es die Bundesrepublik gibt. Und was noch hinzukommt, dass man diese Opfergruppen alle das jüdische oder Zeugenkurs oder uns oder wer auch immer als Opfergruppe existiert, man versucht sie entschädigungspolitisch auseinander zu differenzieren. Dass keiner, das was sie angemahnt haben, die Solidarität unter den Opfern, die gibt es nicht, muss ich leider so sagen. Ich habe jetzt noch drei Kurzmeldungen. Ganz kurz ist wichtig, mentalgeschichtlich muss ich was sagen. Und wenn
in Lothar Ewart in tschechisch-politischer Basis arbeitet, hat zusammengearbeitet mit Gertrud Müller-Lager Gemeinschaft Ravensbrück, langjährige Vorsitzende und Alfred Hauser, VVN, Zwangsarbeiter. Und es ist ganz wichtig, was in der Beschäftigungspolitik, deshalb wird auch das Jahr 87 etwas deutlich. Ja? 1985 ist was Entscheidendes passiert. Diese Rede von Weizsäcker und die Anerkennung des Widerstandes. Und dann sind die kämpferischen Antifaschisten aufgestanden und gesagt, wir versuchen es nochmal nach der Interessengemeinschaft immer wieder zusammenzuarbeiten. Und die Stichwort die ganzen vergessenen Opfer und die haben sie organisiert und so kam sozusagen nochmal Greif und in diesem Sinne 1990 haben wir dann den Mental, ja gut, hat man den Greif schon aufnehmen können unter den ganzen neuen Archivsituationen und da ist dann nochmal was passiert und dann Rot-Grün war ja, vorher war die grüne Opposition, haben gute entschädigungspolitische Basisarbeit gemacht, politisch, parlamentarisch. Und dann waren sie in der Regierung und dann konnte man da auch sozusagen nochmal auf schon gegrabene Gräben bis ein Fundament reingehen. Aber gut, das ist jetzt die wichtige Frage. Dann wollte ich noch was sagen? Ja, also auch nochmal kurz so ein bisschen daran anknüpfend. Also eigentlich, dass es in den 80er Jahren wirklich auch so ein Umdenken losging. Und für die Medizingeschichte kann ich sagen, das hängt einfach auch sehr viel mit Generationswechsel zusammen. Weil wir haben ja schon gehört, es gab einfach diese Kontinuitäten und also die Ärzte, die eben auch beteiligt waren, waren irgendwie auch noch nach 45, also weiterhin im Beruf. Und wir haben es eben auch in der Ärzteschaft, diese sehr enge Verbindung zwischen den Lehrern und Schülern, also sodass auch die nächste Generation teilweise wenig kritisch war und es dann eigentlich wirklich sehr lange gebraucht hat, um wirklich da auch ein bisschen breiter zu schauen. So, jetzt kommt Felix. Ich würde gerne ein wichtiges, also auch schlimmes Ereignis noch erwähnen, was nach der Wende passiert ist und was auch nicht in Vergessenheit geraten darf, nämlich in Rostock-Lichtenhagen die Pogrome von den Asylsuchendenheimen, wo viele Opfergruppen, sei es vietnamesisch-deutsche, schwarze Deutsche, Roma und Sinti, also Roma auch attackiert worden sind und die Neonazis einen sehr großen Raum bekommen haben, die nicht gestoppt worden sind und auch die breite Gesellschaft dort auch mitgemacht hat und die Polizei keinen Schutz gewährt hat und es gab auch Widerstand von den Menschen, die angegriffen worden sind in dem Asylsuchendenheim, die haben sich gewehrt. Und auch wo die Neonazis dann wieder verschwunden sind und es Gott sei Dank keine ermordeten Menschen gab, sind dann auch gab es eine Demonstration auch von Antifaschistinnen und da waren aber auch auf einmal sehr viele Polizei und sie haben sich dann auf einmal gezeigt und haben versucht also gegen die Antifaschistinnen vorzugehen und das ist, was wir auch nicht vergessen sollen. Und außerdem, was ich noch als Aspekt hinzufügen will, die Gedenkstättenpolitik. Ich finde, ehrlich gesagt, heutzutage unverantwortlich, dass solche Projekte nicht gefördert werden, dass Leute sich ehrenamtlich engagieren sollen, um diese ganzen Bergen von Akten aufzuarbeiten. Und das ist auch ein Ding, was überhaupt nicht geht, weil gerade dort sollten auch die Menschen bezahlt werden für diese wichtige Arbeit. Und die muss auch getan werden. Und es ist einfach unverantwortlich, wenn betroffene Menschen, also die nächsten Generationen, Nachforschung machen und möchten ihre eigene Familienbiografie und sie aber keine Aussagen kriegen können, keine Fakten und keine Ergebnisse. Sowieso sind so viele Unterlagen vernichtet worden, aber die Aktenlagen, die es gibt, da müssen auch die Menschen dafür bezahlt werden und da müssen auch, das muss auch besser organisiert werden alles. Diese ganze Gedenkstättenpolitik ist auch so ein eigenes Ding für sich. Ja, um jetzt einmal nochmal auch nochmal auf den Arbeitsmarkt zurückzukommen, Hummelsburg zum Beispiel, dort haben wir ja jetzt in den Recherchen der Arbeitskreis über 200 Namen gefunden von Menschen, die zwangsstätten.
Das heißt, es gibt ja noch einen anderen Aspekt. Das eine ist ja der Stigmatisierung über dieses Stigma asozial. Das heißt, sich nicht zu trauen, über dieses Stigma zu reden. Wir haben davon gelesen und auch in Gesprächen gehört, dass Menschen, die als asozial stigmatisiert verfolgt waren, es teilweise selbst den Kindern nicht erzählt haben, weil dieses Stigma bis heute weiter erzählt. Und wir waren nochmal kurz, und das sollte vielleicht an den heutigen Tag auch nicht zu kurz kommen, auch bei der TR-Benennung. Und dazu gehört man gerade in diesem Kontext auch kommunale Einrichtungen, das muss man auch mal betonen, also Jugendämter und Gesundheitsämter, Bezirksämter, Bezirksbürgermeister, die dort involviert waren, ebenso wie die Polizei. Das sollte man dabei nicht ganz unberücksichtigt lassen oder sogar nochmal extra betonen, auch in Bezug auf die Bearbeitung von Entschädigungsanträgen und auch dazu benötigten Gutachten teilweise, wo dann die Täter, wie gesagt, auf denselben Spuren noch saßen und die Opfer damit konfrontiert waren, die Entschädigung bei denselben Menschen zu beantragen, die dafür die für ihre Verfolgung zuständig waren. Bei 1990 würde ich auch nicht ganz unberücksichtigt lassen, das ist nur noch ein sehr geringer Teil der Opfer im Prinzip nachher in den Anspruch von Entschädigungen gekommen sind. Ein Großteil ist leider schon zu diesem Zeitpunkt schon gestorben gewesen, was die Entschädigungszahlung dann auch nochmal ein bisschen einfacher macht, das war ja sehr auch der Finanzierungsvorbehalt bei Entschädigungszahlungen oder überhaupt bei Aufarbeitung eine Rolle spielt. Ich möchte nochmal daran erinnern, dass was zum Beispiel die Sinterroma betrifft, die Landfahrerzentralen, die nach 1945 weiter aufgeteilt worden sind, die SS-Akten weiter verwendet haben zur Verfolgung und Dokumentation von Roma zum Beispiel. Die asozialen Gesetze, die galten noch bis in Ende der 60er Jahre, auch weiter. Und auch nicht aufgehoben. Zwangssterilisierung gab es in den 90er Jahren noch in einigen Ländern und wurden erst dann über eine internationale Übereinkunft damit aufgehoben oder allerdings stigmatisiert oder beziehungsweise dann ausgeschlossen. Es gab letztens erst Berichte über die USA über Zwangssterilisierung und es gab auch Berichte über die Schweiz oder Österreich bis in die 80er Jahre hinein weitergeführt worden sind. Es gibt einfach Kontinuitäten und Brüche, die dort eben halt weitergegangen sind, die eine andere Denk- oder Einstellungsweise einfach auch verhindert haben, in dem Zusammenhang bei den Menschen. Ja. Wenn man bedenkt, dass wir da ca. 400.000 Zwangsstabilisierten aussehen und den, wenn man alle Opfer nimmt, maximal 280.000 Euthanasieopfer plus, das kann ich nicht genau sagen, dann die Statistik des Bundesministeriums der Finanzen sagt, dass Anträge, die jemals gestellt worden sind von beiden Opfergruppen, beläuft sich auf 13.500 circa. Von den Hunderttausenden von Opfern, so viel von der Scham und von der Stigmatisierung, die sicherlich ein ganz, ganz großes Problem ist. Ein Halbsatz zu einer Anfrage der Linken vor etwas über einem Jahr im Bundestag, in dem die Bundesregierung dann geantwortet hat. Die hat nochmal vorgehalten, dass es klar an das Schicksal der sogenannten asozialen und Klimaatform zu arbeiten. Und die Anfrage wurde dann gestellt und die Bundesregierung hat darauf geantwortet, sie hat kein Interesse daran, das Schicksal der sogenannten asozialen aufzuarbeiten. Jetzt gibt es noch eine Wortmeldung, bitte. Ja, also kein Interesse daran, das ist irgendwie mein Stichwort. Das war eine Rede von Geschlecht, Gesellschaft der Politik, und dann können wir uns das Kommen Sie doch mal hier, bitte, weil da kann hinter der Säule Sie nicht hören. Ja, da bin ich gut in Deckung. Ja, ja. Falls ich beschwert bekomme. Ich finde diesen Begriff Gedenkstättenpolitik ein bisschen reduktionistisch. Ich habe so eine Hierarchievorstellung. Da gibt es Gedenkmaler, Malle und Mahnmaler. Ich würde dann auch sagen, Mahnstättenpolitik. Das Problem ist, dass es teilweise die nicht gibt.
zum Beispiel für die Shoah gibt es kein Mahnmal. Wohl im Flyer steht Mahnmal, aber wenn Sie mir rausfragen, sagen Sie, das ist ein Denkmal. Ja? Und was ich dazu sagen würde, am Eingang, mit Blick auf die Prämisse oder den Prolog, ich habe zwischen 2000 und 2005 drei Mahnmale entwickelt. Und gesagt, das ist nicht allein meine geistige Ausgrenzung, sondern ich habe da mit dem Altbischof Schöne auch zusammengearbeitet. Die habe ich in der Wilhelmstraße eingereicht bei den Parteien. Die wurden alle ignoriert. Auch in der Mahnmalstiftung. Ja, da wurde gesagt, wir werden die gerne mal vorstellen, wurde aber nie gemacht, war fraglos in Amerika, damit ist es gleich in Vergessenheit geraten. Das heißt, das ist für mich nicht so ganz befriedigend. Denn da steckt auch viel Arbeit hinter. Ne? Und, ja, ich hatte noch, aber das